Das ist aber nicht ohne weiteres möglich, sagt die Kulturbehörde. Das Konzert findet nicht in städtischer Verantwortung statt, weshalb die Stadt keine Handhabe hat, die Veranstaltung zu unterbinden. Der Konzertveranstalter FKP Scorpio gibt sich auf Hamburg-Journal-Anfrage wortkarg. Der Arena-Betreiber antwortet ausführlicher. Die Barclays Arena verurteilt jede Form des Antisemitismus. Grundsätzlich hat sich die Arena immer bemüht, Künstlern und Künstlerinnen eine offene Plattform und ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Ansichten unzensiert und unvoreingenommen äußern können. Diese Ansichten repräsentieren nicht die Ansichten der Arena. Hamburgs Antisemitismusbeauftragter wünscht sich mehr Engagement von der Stadt. Wie sollen wir den Kampf gegen Antisemitismus gestalten, wenn wir einen Musiker, der internationales Renommee besitzt und seine Popularität dafür nutzt, Antisemitismus und Verschwörungstheorien zu verbreiten? Ich glaube, da brauchen wir ein starkes Zeichen. Ebenfalls kontrovers, Roger Waters sympathisiert mit Russland, spricht von ukrainischer Kriegsprovokation. Es braucht einen öffentlichen Aufschrei, sagt die jüdische Gemeinde.